Hallo, ist Bastian von Teilsal, dem Brettspielkanal, und heute mit dem ersten Let's Play, das auf meinem Kanal veröffentlicht wird. Ja, wir haben es einfach mal ausprobiert. Der Spieleautor Sebastian Freudenberg ist gekommen und wir haben mit ihm Karolingi gespielt. Und ihr werdet sehen, dass er einiges zu erzählen hat über die Entstehung des Spiels, darüber, was man sich so dabei gedacht hat, als man sich für verschiedene Dinge entschieden hat. Ja, und das fanden wir ziemlich interessant. Und nebenbei spielen wir ein bisschen Karolingi und erzählen so etwas über Taktik, über Strategie und darüber, ja, was wir da jetzt eigentlich gerade tun und warum. Ihr werdet dann sicherlich auch sehen, dass ich ein paar Schnitte eingefügt habe. Wenn die Bedenkzeit zu lang geworden ist, dann habe ich das einfach ein bisschen abgekürzt, sodass ihr nicht einfach irgendwie ein Bild seht und alle überlegen und gucken starr aufs Brett. Also viel Spaß mit dem Let's Play von Karolingi und los geht's. Regionale Dominanz eines Geschlechts zu vermeiden. So, und deswegen ist das eine ganz richtige. Also Karl hätte uns jetzt auf die Schulter geklopft und gesagt, genau, so, dass da darf keine am Anfang keine kein Zentrum entstehen. Und deswegen die Regel, dass du, wenn du jetzt Oberlothringen schon beherrschst, dann darfst du also auf all diese Länder nicht setzen. Was zum Teil bei Leuten, die das häufiger spielen, dazu führt, dass wenn Oberlothringen kommen, sie das nicht nehmen. Was ein guter Hinweis. Naja, und das vor allen Dingen öffnet das Spiel ungeheuer, weil du im Grunde am Anfang überhaupt keinen Schwerpunkt hast. So ein bisschen deutet sich das an und dann gibt es im Grunde doch auch eine kämpferische Phase durchaus am Anfang, was wiederum bedeutet, dass die einen oder die anderen sagen, ach, da halte ich mich raus, sollen die dich doch mal miteinander ein bisschen hier zerfleddern. Ich bin der lachende Dritte. Also das hat ganz, ganz interessante Table Talk auch zur Folge dann. Ja, das würde bedeuten, aber das machen wir vielleicht schon, wenn die Kamera läuft, Die dass wir läuft die schon. vier. Ach, die läuft schon, ja, super. Sag das doch. Ja, ich dachte, ich lasse dich erst mal reden. Können wir uns rausschneiden. Genau, dann packt ihr ja erstmal vier, also zwei Runden, damit es nicht zu statistischen Spitzen kommt. Die Spieldauer ist ja flexibel, ne? Und das kann Ja. man jetzt ja noch festlegen, oder? Wo wir Die den legen. Spieldauer ist nicht unbedingt flexibel, sondern was du einstellst, ist flexibel. Ja. Die Spieldauer wird immer in diesem Bereich ungefähr liegen. Aber wenn du sie auf ganz weit setzt, ist es praktisch sicher, dass einer über die Friedenstafel gewinnen wird. Setzt du sie hier hin, ist es fast sicher, dass das niemandem gelingen wird, sondern geht es überhaupt nur darum, ein sehr schnelles Spiel. Kriegst du überhaupt irgendeine Siegbedingung zustande? Was das Ganze viel kompetitiver macht, weil natürlich die sicherste Siegbedingung ist, dass du die meisten Siege errungen hast. Das heißt, es ist ein ziemliches Gemetzel. Und dieses hier, das ist die ausgewogene Variante für kann so sein, kann so sein. Also unser Profi-Testspieler Sven gewinnt immer. Das ist so ein Running Gag. Er gewinnt immer. Ich weiß nicht, was er da macht. Wir versuchen wirklich, ihn zu stoppen. Und er gewinnt immer so nach 2,5 Jahren. Man möchte brechen, aber es ist so. Okay. Habt ihr alle rein? Ja. Ja. Dann kommt ein Wald auf Oberlothringen. Was ja, nochmal zur Erklärung, eine herausfordernde Situation für einen Wald ist. Denn wenn das knallt, der Wald. Dann kommt nicht nur hier ein grauer Stein drauf, sondern auf alle angrenzenden Länder. Was wiederum schon eine semi-kooperative Situation ist, weil wenn du hier unten unterwegs bist, kümmert dich das herzlich wenig. Alle, die hier sich möglicherweise auch bekämpfen, sind aber trotzdem alle daran interessiert, dass das Ding nicht durchknallt. Die Regionen, die jetzt dabei sind, sind, glaube ich, die, oder? Ja, Das, genau. wie war das? Die fallen weg. Die fallen weg. Wir haben auch überlegt, das ist auch angeregt worden auf der Messe, ob man nicht so Blenden mitliefert, die dann einfach je nach Spielesituation das abdecken, beziehungsweise für jede einzelne Region, dass du dann sagst, diese könnte man auch grafisch noch schön gestalten können oder so. Ist aber im Aufwand und in der Produktion war das heftig. Ich finde, das sieht man so schon ganz gut. Also wir hatten keine Probleme, es mir zu sehen, wo was jetzt Ja. passiert und wo nicht. Ja. Gut, nächster ist die Bronze. Ja, bleibt mal so, genau. Nordalbingien, das ist mein anständiger Wald. Ja, So, stört niemanden. richtig. Und die Gascogne.
Wirkt jetzt ein bisschen wie gesteckt, aber wirklich. So, aha, Périgord. So. Ja. Und dann, das ist doch schon mal schön. Ich muss auch nicht alles an mich reißen. Mhm. Dann setze ich den jetzt ein oder muss ich einen von. Nein. Du hast ja jetzt die Wahl. Entweder du machst das zu einem Missus. Mhm. Was nicht doof ist, dass man, wenn das Spiel dann losgeht, mindestens zwei Missi hat, damit man alles machen kann. Mhm. Ja? Damit man auch eine Tafel vielleicht freischalten kann oder auch ausreichend ziehen kann und so weiter. Aber natürlich, Land ist Land. Ne? Und man wird wahrscheinlich nicht alle Länder, die man angeboten kommen, besetzen. Also ich würde das unbedingt nehmen. Ja. So. Das ist eine schöne Gegend. Es ist halt am Wald, ne? Also, aber das hier wäre jetzt auch am Wald. Du hast also, immer einen Wald. Ist das hier relativ, aber das ist. Da gab es bestimmt damals schon einen Wald. Bordeaux. Du weißt halt nicht, welche Karten du angeboten kriegst. Das ist immer das Ding. Gutes Essen gibt es da auf jeden Fall, einen guten Wald. Ja. Kommt sie. Ah. Zwischen den Wäldern. Den tue ich hier rein. Ja, das ist verrückt. Also die Wälder sind ja eigentlich, die hindern ja niemand daran, da durchzuziehen oder so. Aber so psychologisch bilden sie eine totale Barriere. Mhm. Also wenn du hier so eine Kette von Wäldern hättest oder so, dann ist ganz klar, dass da kümmert sich. Ja, obwohl das Quatsch ist. Mhm. Also du brauchst zwei Züge, um da durchzuziehen. Ja. So, Anjou ist unser nächster Wald. Ostfalen. Ostfalen ist schlimm, wenn man das jetzt nimmt. Weil es bedeutet, das ist, kann ich alles lassen. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, ich könnte hier dann wieder reinsetzen. Ach komm, was soll's. Ja, komm. Action. Franken, da ist der letzte Wald. So. Genau, nächster. Septimanien. Ach, da könnte ich jetzt. Das ist perfekt. Ja, das Lacker. Ja, hier hätte ich ja jetzt nicht reingedürft, aber hier. Ja, besser geht's ja nicht. Ja, und jetzt noch diesen und dann bist du im Grunde durch. Können eigentlich schon aufgeben. Ja. Uli gewinnt auch was. Nächstes Spiel. Hessen. Darfst und jetzt du. Ist gleich, ne, legst du dich jetzt an mit mir oder so, aber auf der anderen Seite. Wir werden, nicht. Ja, das stimmt, ja. Aber da hast du keine Chance. Also, wenn du jetzt auch noch sagst, nö, da will ich ja keinen auf den Fuß treten oder so. Ja, egal, das wird nicht. Das kriege ich hin. Ja, nehmen wir uns, ne? Genau. Wir spielen hier übrigens ganz gerne konfrontativ. Ist das so? Ja, ist das so. Musst du wissen. Ja, das. Nein! Das, guck mal da. Das wir haben natürlich einen umfangreichen Küstenhandel und so weiter. Das geht natürlich nicht. So, aber da kann man gleich auch wieder erklären, was los ist. Ich kann da jetzt nicht drauflegen, weil ich ja hier verbunden bin mit dem Nachbarland. Also muss das ausgesteckt werden. Ich darf jetzt mit diesem Stein entweder nochmal hier raufsetzen. Das kann ich immer machen. Also ich kann auch richtig schon was ansammeln. Ich kann natürlich einen Missus ausbilden. Oder ich kann auf so eine Karte setzen, die ausliegt, aber nicht auf die gerade gezogen ist. Ja. Und die wird jetzt nur da reingesteckt, weil du jetzt nicht legen durftest. Richtig, also genau. Also das, okay. Die Erzählung ist ja, wir müssen uns ja darum kümmern, dass die Herrschaft wiederhergestellt wird. Und wenn wir das nicht tun, dann wächst hier die Unruhe in der Region. Und das ist immer das, was der Bote hier bringt, ne? Unruhe aus einer Region. Ja, ich muss ja sowieso ein Missus hier haben. Nächste Karte? Nein. Nochmal die. Oh, hast du ein Glück. Hier, bitte. Ja, ist das so gut? Ja. Ja, du hast ja dann bist ja ganz in einer Seite konzentriert. Das ist schon sehr gut. Ja. Also besser hätte es ja gar nicht sein können hier. Ja. Thüringen. Sven ist schuld. Ja, ich ziehe, ne? Das ist doch echt nicht klar. Das ist doch schön. Ne? Das ist richtig schön. Kompetitiv, ne? Schöne Ecke. Tja. Ich bin auf jeden Fall irgendwo eingekeilt. Außer. Du könntest jetzt zum Beispiel auch auf Friesland setzen, auf die Karte. Aber du weißt ja noch nicht, gar nicht. Wo ich wollte gerade sagen, das macht es irgendwie nicht viel besser. Ja. Ich pack den mal dahin, damit ich da was habe. Okay, so wenn das jetzt auch rot ist, dann gehe ich nach Hause. Okay. Ja, muss man machen. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommen irgendwelche Karten noch in diese Ecke. Du bist das Bollwerk quasi. Uh-huh.
Das geht nicht. Wieder nicht. Mhm. Aber ich könnte jetzt sagen, hier, ne, mein Freund, so, doch schon mal so. Das heißt, die kommt auch hier rein. Genau. Mhm. Ich kann aber auch auf Friesland setzen, jetzt. Mhm. Und das ist vielleicht, da zeichnet sich so ein bisschen was ab, vielleicht, ja, mach ich mal. Ja. Schwaben kann auch jeder. Ah, sehr gut für Blau. Berry. Nein, zum Glück nicht. Achso, entschuldigst du ja. Mittendrin da, ne? Ja, Action. Kalle wollte es so. Ja, ja. Mhm. Dann müssen wir die aber auslegen. Okay. Hatten wir das bei der anderen auch gemacht? Ja, ne? Ja, ja. Wir sehen das gleich, wenn wir. Warte mal kurz, also als hier der nach Friesland ging, da lag die schon aus. Da, wo hattest du dir überlegt, nee, wie war das? Nee, das war als die Karte, nee, sorry. Ich glaube, das war. Wir kriegen das nachher raus, wenn wir die grauen Steine legen, ob wir irgendwo eine Karte vergessen haben. Mhm. Was ist jetzt gewesen? Schwaben. Ja, ja, das ist, genau. Ne? Der Ries, ja, genau. Auvergne. Gelb. So. Auvergne. Was wir finden. Ja, ach, ja. Andererseits, das jetzt alles für Uli zu überlassen, das ist auch irgendwie. Das, weiß nicht. Da wird mir ganz anders. Muss diese Handbewegung, die gemacht hat, muss das was bedeuten? Komm. Egal. Mhm. Ich werde bestimmt von der Karte gefegt, aber. Irgendjemand muss sich opfern. Ja. Ja, geht schon wieder geht nicht. Ja, nicht. Geht schon wieder nicht. Oh. Jetzt könnte ja, ich auf einen genau. von denen. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel aufs Berry. Ne? Genau. Oder doch nochmal auf einen Bedenken, dass du ja auch Missy brauchst auch. Mhm. Oder du willst irgendwas ausbauen. Du willst vielleicht sagen, Périgord, schon mal so mein Powerhouse, da kann ich was drauflegen. Ich habe schon alle Varianten gesehen, auch von Leuten, die hinterher gesiebt haben. Also so. Das ist halt die Frage, wenn man nur einen Missy hat, dann ist das wahrscheinlich relativ. Ist ungünstig. Also du beschränkst dich dann, du kannst dann keine Tafel freischalten zum Beispiel. Oder also du packst ja gleich nochmal vier in den Beutel. Also. Ach so, stimmt. Hm. Danke, Bastian, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Irgendwie scheint mir das recht attraktiv da. Ja, kannst du natürlich einfach markieren, ne? Also wenn du da raufsetzt, dann denkt sich jeder, okay, wenn ich da jetzt was draufsetze, dann bin ich gleich hier mit Uli im Stress. Hm. Das macht auch was, so ein bisschen Flock einzuschlagen. Irgendwie ja, hat das so mein Bauch. Kleine Flagge. Ich fühle gleich am Anfang, dass ich da was draufsetze. So, Niederlotringen. So, ja, kann schon sein, dass das Ding auch knallt hier, ne? Genau, ich nehme trotzdem hier an. Ja. Obwohl der Wald ist ja schon raus. Es ist noch auf nichts gelegt. Genau, also ich habe Missy genommen. Achso. Mhm. Ile de France. Hm. Mhm. Oder warte. Das ist. Ja, das ist auch nicht so richtig günstig. Ich lege auf. Was man vielleicht noch bedenken kann bei der Entscheidung ist, du musst ja jetzt irgendwie gleich Missy ausstatten. Und da macht es schon einen Unterschied, ob du mit 5 Missy startest oder ob du mit 2 startest. Deswegen was anderes machen. Ich wollte ja oder so. Mhm. Genau. Kurätien. Genau, also wir brauchen jetzt neue jetzt brauchen Cubes, ne? Ja. Du meinst, ob du mit 5 startest, im Sinne von, wenn du schon 5 Länder besetzt. Dann kriegst du natürlich ordentlich Einnahmen auch. Und das ist gerade am Anfang ist das schon ein Unterschied. Also 3 kriegst du ja immer. Ne? Das ist ja das Mindeste. Aber gleich mit 5 kannst du natürlich auch mehr machen. Für, was war das? Kurätien. Ja. So, in diesem Sinne, ne? Jetzt ist interessant. Okay, jetzt knallt das Teil.
denn du kannst da nicht hin. Das heißt, die muss eingesteckt werden, findet aber keinen freien Slot. Das heißt, die Slot wird leer gemacht werden. Dann wird geguckt, liegt da schon einer drauf oder nicht. Wenn da keiner drauf liegt, kommt dann ein grauer Stein. Die müssen jetzt umgesetzt werden. So, das ist der Prozess, der gleich kommt. Du kannst aber noch überlegen, wenn du sagst, ach so, wenn das gleich knallt, dann, oder haben wir die gerade rausgelegt? Ja, ne? Nee, jetzt kommt die doch. Genau, die das heißt, du kannst jetzt hier drauflegen zum Beispiel. Dann kommt er rein. Und dann kommt er rein. Und kommt dann kein... Und das Niederlotring ist auch, dann kommt da noch kein Grauer rein. Ja. Hast du dich ja drum gekümmert. Ja. Also das kannst du nochmal überlegen. Sonst kommt da halt ein Grauer dran und hinterher noch ein Grauer, denn das ist ja beim Legen der Grauen werden zuerst die, die ohnehin schon einen tragen, und den zweiten, damit man den Überblick nicht verliert, und dann alle anderen, die frei sind. Ich probiere das. Ja, genau, und werden die ausgetauscht hier. Der läuft wieder normal mit. Dieser kommt nach Niederlothring, der kommt nach Friesland. Und jetzt haben wir doch unsere Gebiete hier, obwohl sie über diesen Weg bekommen. Mhm. So. Dios lavult. So, und hier ist nochmal Toulouse. Ja. Okay. Genau. Also ich kann jetzt da nicht drauflegen, leider. Mhm. Das ist natürlich schade. Du könntest jetzt auf die Champagne oder auf Berry legen. Oder natürlich auf jeden anderen. Oder du sagst, ich will wenigstens ein Missus haben, damit ich ziehen kann oder irgendwas machen kann. Oder du machst Berry sicher, denn auf Berry wird ja gleich ein grauer Stein kommen. Wenn du hier zwei hast und du löst die aus, dann kommen eben zwei Steine und du hast das Land. Ist die Hungerkarte? Die kommt im ersten Jahr ja nicht. Mhm. Der Hungerstein. Mhm. Die Karte. Mhm. Schwierig. Sorry, ich bin echt irgendwie... Nö, ich mach das jetzt einfach so. Ja. Nein, das ist halt, was diese Phase so spannend macht. Mhm. Du bist schon voll im Schweiß. Das ist schon ein großer Teil des Spiels. Ne? Wenn du gerade das schon falsch machst oder Pech hast, dann die werden jetzt gemischt. Ne? Nee, nicht gemischt. Wir haben ja noch einen Beutel. Und jetzt mache ich es so, dass ich jetzt zähle, wie viel von meinen liegen denn schon. 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich habe noch 4 im Beutel. Da kann ich schon so ein bisschen gucken. Oh, Flandern, Westfalen, ich will es mir ja nicht verderben hier. Champagne, vielleicht kriege ich auch die Champagne. So, aber ich brauche hier 2, da 2, dann habe ich hier keinen. Also ich kann jetzt schon mal so ein bisschen überlegen, was mache ich denn mit meinen Steinen? Denn auf Länder legen kann ich sie nicht mehr. Und hängt natürlich aber auch wieder ein bisschen davon ab, was andere machen. Also wenn jetzt hier in Flandern noch ein anderer drauflegt, dann würde ich vielleicht 3 drauflegen wollen oder so. Also das ist jetzt auch, wer zuerst zieht, kann natürlich Flöcke einschlagen, aber kann auch sehen, was die anderen machen. Mhm. So, du ziehst jetzt einen Stein nach dem anderen und kannst dir im Grunde so. Gut. Ach, ich bin. Das ist eine schöne Gegend da. Oder wie Peter Eggert sagen würde, da muss sich ja auch einer drum kümmern. Kannst du dahin? Genau. Auf Toulouse? Ah. Nee, auf Toulouse? Also auf Toulouse, bitte. Ja. Okay. Mhm. Ja. Präsenz zeigen, Olli. Mehr nicht. Um den zu bekämpfen, müsste ich jetzt hier rüberziehen mit 2 Steinen, damit ich die relative Mehrheit habe. Ich kann auch alle Steine rüberziehen, die da stehen. Ja. Dann gibst du zwar dein Land auf, aber bereinigst sozusagen da deine Gegner. Ich kann jetzt nur noch einen Missus bekommen und nur noch um 1 verstärken. Ja, also du brauchst ja auch zum Ziehen brauchst du ja auch einen Missus. Ja, genau, deswegen. Also. Ja.
Sind da noch gelbe Steine drin oder? Bestimmt. Da ist ja, vier Stück. Sehr schön. Kisten, ja. Ah ne, drei. Mhm. Da würde ich dann mal hier einen noch anpacken. Hier kommen sie. Sehr schön. Wie bestellt, ne? Ja, wie bestellt. Die kann ich ja auch bekämpfen, ne? Ja, klar. Aber im Grunde genauso wie du andere Farbsteine. Ja, und ich krieg dafür keinen. Ja, doch, auch, doch. Okay. Zum Beispiel wirst du, wenn du die runterziehst, wird ja hier ein grauer liegen. Dann hast du das bekämpfen. Schon, kannst das sofort machen. Ja. Fühlt sich so schwach an hier. Glaub ihm, er hat das Spiel gemacht. Ja, ich verliere auch immer. Ich glaube, ich mache das so. Jetzt natürlich auch auf Périgord wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ja, ich habe überlegt, so ein Stronghold zu machen oder was so. Ne? Ah, okay. Moment. Oh, krass. Ja. So, was ist die hier letzte? Ja. Ich denke, ich werde. Ja, krass. Okay. So. Ja, jetzt geht's schon los. Jetzt geht's los. Die Karten sind zurückgemischt. Und Hunger ist noch nicht drin. Mhm. Ja. Die Grauen kommen erst beim Hunger drauf. Ach so, nee, richtig, die Grauen müssen wir rein. Genau. Ja. Auf jedes Land, wo jetzt ein Grauer schon steht, das ist nicht passiert, wäre jetzt zuerst ein Zweiter gekommen und jetzt auf jedem leeren Land, aber nicht auf den Waldländern. Die kriegen nichts raus. Nee. Oh, nein, pardon. Ich glaube, das war's, ne? Mhm. Ja. Genau, also. Der Klassiker ist, dass man erstmal Missy schöpft, so, weil man sich ja doch verausgabt hat. Das wäre dann diese Tafel, ne? Mhm. Genau. Hier liegen auch viele Sachen, die kann man vielleicht auch runterholen. Das wäre dann diese Tafel. Mit Einfluss wahrnehmen. Das kostet nichts. Genau, das kostet nichts. Mhm. Missy ausstatten kostet auch nichts, das bringt was. Mhm. Kämpfen kostet nichts, ist aber noch nicht. Alles andere kostet. Sven? Oh ja, jetzt geht schon los. Da wollten die erste Runde. Nein, mein Scherz. Genau. Und dann steht in den Regeln, dass der die letzten Tafeln ablegt, sich darum kümmert. Achso, das ist nicht immer derselbe. Okay. Ist. Das habe ich auch nicht aber, gelesen. Es ist letztlich auch eine Sitzfrage. Ne? Also wenn du da hinten sitzt und drüber musst, ist vielleicht auch nicht so nett. Wir haben es ja immer so gemacht, dass der sich dazu berufen gefühlt hat. Ja, na klar, aber auch sowas entscheidet ja die Spielgemeinschaft, Wie du es jetzt haben willst. Gut, jetzt zieh ich ein und jetzt ziehst du rein. Ins erste. So ist es. Siehst gleich erstmal ein bisschen Kohle. Genau, Vorabgabe, ein Gefolgsmann um ein Feld und ich habe ja genau. Zwei, drei, ne? Drei. Hast du mit dann drei, weil mindestens. Genau, also Entschuldigung. Drei hier rüber ziehen. Drei immer, genau. Du kannst auch, ne, bei der Gelegenheit nochmal erklärt, heißt eigentlich nur immer drei Schritte von rechts nach links. Ja. Du könntest auch so sagen, eins, zwei und noch einen. Okay. Gibt so Typen, die das nachhaltiger spielen wollen, habe ich auch schon erlebt, aber die meisten mit dem, was sie kriegen können. bei sowas kann man zum Beispiel auch immer sofort die nächste Tafel spielen. Also das ist auch, wenn man das noch beschleunigen will, dann hier, ne? So, jetzt kannst du die nächste Tafel ziehen. 1, 2, 3, 4. Ja, ihr seid ja langweilig, ihr macht ja das Gleiche an. Genau, Entwicklung. Das ist ja das oder. Ich würde da tatsächlich das Richtige einmal suchen, oder? Das liegt da immer so ein bisschen schwierig. Ne? Was für Anfänger, ich meine, sind wir ja eigentlich jetzt, aber
schwer einzuschätzen ist, ist, wie schnell der Hunger kommen kann im nächsten Jahr. Das heißt, jeder, der das einmal gespielt hat und Opfer des Hungers geworden ist, kriegt Zuckungen, wenn er sowas sieht. Hier. Weil wenn der Hunger kommt, ist das alles weg. Deswegen, es liegt immer nah, wenn man schon mit sowas anfängt, da auch gleich eine Entwicklung reinzulegen. Muss aber eigentlich gar nicht. Ist vielleicht auch eine Überreaktion. Ja, Stelle. Pass mal auf, wie ich mir das gedacht habe. Genau, ja, ich ziehe die runter hier. Das könnte ich jetzt von jeder Karte, auf der ich einen Stein habe, also wenn es jetzt auch so wäre zum Beispiel, könnte ich auch, müsste dann aber alle auch mit runterziehen. Das ist jetzt so eine Situation, wo du Bauchschmerzen kriegst, ne? Ja, richtig, habe ich auch. Und die werde ich auch erst los, wenn ich das getan habe, was ich jetzt auch tun muss, mal irgendwann. Aha. Oha. Denkst du los? Ich kann also. Für einen Missus. Genau. Ich nehme den hier und ziehe die hier rein. Okay. Jemand die Strategie geklaut. Welche Strategie? Deine? Genau, das ist die einzige Tafel, die wieder sofort aufs Kryptorium kommt, weil sie eben in jedem Quartal wieder rein muss. Ja, dann wird eine Karte gezogen und eingelegt. Friesland darf nur ich draufsetzen, aber müsste ich mich auch drum kümmern jetzt. Sonst kommt dann ein grauer Stein drauf, wenn es knallt. So, das. Hast du schon? Hab mich richtig gerettet. Ach, du hast es falsch gemacht. Ja, aber gar kein Problem. Ich möchte nämlich einmal entwickeln. Ein pro Entwicklungsstufe, ne? Das heißt, ich kann den da einfach reinnehmen. Jo. Gut. Und bringt eine Menge, ne? Also kämpfen kostet ja auch nichts, ne? Kämpfen kostet nichts. Genau. Aber okay. Alles. Genau. Das war's schon wieder. Jetzt ist noch die Möglichkeit zu tauschen. Also wenn ihr irgendwas zurückhaben wollt, dann könnt ihr das machen. Das mache ich auch. Nee, mache ich nicht. Mach ich gar nicht. Da ist er wieder. Der alte Roborelli-Spieler. Ja, gibt ja tatsächlich historische Geschichten darum, dass weitreichende Entscheidungen aus einer unüberlegten Handlung heraus, wo du mal auch sagst, da hättest du besser ein bisschen nachgedacht. Etwa als der Onkel von Ludwig dem Frommen Schnappatmung kriegt, als Ludwig der Fromme sagt, nö, bist jetzt nicht mehr Herrscher in Italien. Da hat er einfach schnell mal die Alpenpässe sperren lassen. Und das ist natürlich Hochverrat gegen den Kaiser. Du kannst nicht einfach die, ne, da können wir mit dem Trecker die Zufahrten sperren. und dann in so einer Nacht- und Nebelaktion mit irgendwie Carolingian Ninjas oder so, sind die durch Alpenpässe dann durch und haben den Berengar einfach blenden lassen. Daran ist er auch später gestorben, was wiederum eine völlige Überreaktion von Ludwig war, die dazu geführt hat, dass er extrem Haue bekommen hat von den Bischöfen, das ginge ja gar nicht, was wiederum dazu geführt hat, dass er sich total erniedrigt hat, was wiederum seine Gefolgschaft völlig bloßgestellt hat, wie kann mein Kaiser da so vor den Bischöfen kriechen. Also das ist gar nicht so unhistorisch, dass man sagt, ich muss jetzt was machen. Aber immerhin hieß er dann der Fromme. Ja, aber dass ich so auf die Bischöfe verlassen ja, genau. hat. Und das war sicher ein Schimpfwort in den Ohren seiner Gefolgsleute. Ah, okay. Das ist auch in der deutschen Forschung des 19. Jahrhunderts wahnsinnig kritisiert worden, weil die dann hatten ja auch mit dem Papst ihren Ding, da war ein Kulturstreit und so. Jo. Eine Karte. Eine Karte. Bonjour. Hey, die hast du schon freigeschaltet. Ja, jetzt kann ich ja den Aufruhr hier besänftigen. Total. Dafür muss ich ja einen Missy, ne? Mhm. Da platzieren. Eine absolute Lieblingstafel. Und der kommt. Ja, finde ich auch klasse. Übrigens sehr früh in der Spieleentwicklung, als ich das Designers Diary geschrieben habe, war ich erstaunt, wie schnell die schon kamen. Okay. Genau. Ich baue dann mal was. Aha. Drei Entwicklungen.
zwei hier. Und so, in Friesland soll ja auch was passieren, habe ich gehört. Okay. Das finde ich übrigens sehr gut an dem Spiel, dass die Züge selber so schnell gehen die ganze Zeit. Also die kommt raus? Ja. Man ist im Prinzip nur am Ziehen. Kann Sven bestimmt bestätigen. Ja, ich merke das nicht. So, die kommt immer sofort wieder zurück, damit sie auch eben im nächsten Quartal wieder. Das machen auch ganz viele beim ersten Mal falsch, dass sie denken, ja, dann ist die weg, dann kann ich nichts mehr machen. Nein, die kommt immer wieder hin. Du kannst also auch tatsächlich bis hier immer zweimal die keine Aktion spielen. Ah ja. Entwickeln. Zwei Missy. Oh, wie viele Leute hast du da bei einem Missy? Das ist ja voll krass. Eine Tafel. Ja, könnte eigentlich schon mal weitermachen. Ne? Ja, dann sind wir hier. Ich beherrsche hier, dann kriege ich das, ne? Mhm. Eins, zwei, drei und dann noch die Scheibe sind vier, ne? Mhm. Der geht zu den Leuten. Ja, also es kommt immer alles auf Leute zurück. Nie auf die Nobilis und nie auf Missy. Ja, lief. Gut. Das war's. Jo, gut. Denkt auch ans Tauschen. Ja. Ans Tauschen. Mhm. Einmal im Jahr. Ja, ich muss euch das zeigen, was ich tausche. Nein, auf gar keinen Fall. Du legst das da ab. Ach, ja. Deswegen ist auch der Slot ist belegt, das weißt du, ich kann nicht mehr tauschen. Sehr gut. Aber ich nehme. Ja. Sag mal. Ja. Ich nehme dieses. Wie stellst du die weitere Mitarbeit vor? Du meinst hier also in diesem Bereich da. Genau. Sieht ja sehr beeindruckend aus, was du da östlich des Rheins hast. Also ich habe keine Ambition, so großartig, jetzt momentan jedenfalls nicht, nach Westen zurück. Alles klar. Beruhigt mich sehr. Bringt ewige Freude. Dann würde ich nämlich eintauschen. Entwickeln. Soll ich mal? Dann musst du nicht mehr sagen. Mir ist das gleich. Ja, dann mach ganz gerne. Also, nö, wenn du sagst. Wenn dir der Arm langsam wehtut. Ja, da sag ich Bescheid. Das ist der Tennisarm, das ist der Beutelzugarm. Der berühmte Karolingi-Arm. Ja. Ärzte sind ratlos. Ich nehme die beiden bei Entwickeln rüber. Und ja, wir können schon weitermachen. Ich mache mir hier so eine Aktionskarte frei. Hier liegt noch irgendwas, ich weiß nicht. Das ist von semi-kooperativ. Ja. So. Gut. Du bist gleich nochmal dran? Nicht. Ja immer. Kein Stress. Zurück. Ja. Ja, das häuft sich dann um die Ecke ein bisschen. Gut. So. Genau, ich schalte mir nämlich eine Tafel frei und ihr könnt schon weitermachen. So. Eine Karte gezogen. Ja. Schwaben, Achtung, nur ein Slot. Also. Mhm. Wobei du ja gut aufgestellt bist. Ja, das passt ja. Macht ja nichts. Okay, also drei eingesetzt. Das heißt, ich mache jetzt drei Entwicklungen. Das bringt's was dann. Die sollen auf Schwaben liegen?
Ja, ach so, genau. Ja, wir haben auch Rückmeldungen bekommen, wie das ist mit den Flüssen und den Ländern, ob man die Flüsse nicht ein bisschen abdämpfen sollte. Es ist manchmal schwer zu erkennen, was da Grenze und was Fluss ist. Aufruhr besänftigen, genau. Jetzt werde ich eine Aufruhr besänftigen. Was ist wohl besser? Hast du irgendeine taktischen Ja, Ideen, naja, was also da wenn du jetzt diese irgendwie? besänftigst und dann knallt Champagner, dann hast du nicht viel gewonnen. Also Île de France ist Nee. eigentlich der Danke. sicherere Move. Danke. Diese taktischen. Achso, jetzt Entwickeln? noch eine Entwicklung. So. Wie viele Tafeln hast du reingelegt? Wir hatten ja auch mal eine Variante, da konnte man, je mehr man siegt, militärisch, desto mehr Tafeln konnte man reinlegen. Also ab einem bestimmten, wenn man drei Sieger hatte, konnte man drei Tafeln reinlegen. Aber das ist dann natürlich auch die Gefahr, dass einer wegläuft, oder? Ja, aber Ja. ja, wir haben es ja auch gelassen dann am Ende, aber das war ein starkes Incentive so, auch Aggressiver militärisch spielen. aggressiver zu spielen. So. Das war's? Das war's. Gut, der letzte Zug ist in der Regel geht schnell. Jo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, warte, das dauert auch nicht. Das ist aber auch irgendwie Mogeln, ne? Genau. Irgendeine Art, die wir nicht Regel verstanden haben. 25b. Der Autor darf mogeln. 1, 2, 3, 4, 5. Diese Scheiben sind ungeheuer mächtig, weil sie Ja. Tragfähigkeit bringen, aber du machst dich angreifbar. Also. Na gut, ich habe wieder 1, 2, 3, 4. Ja. Ach so, okay. Eigentlich nicht, aber. Gucken. Davon hat man ja. Ah ne, die habt ihr ja euch genommen, ne? Die habt Wir ihr. haben es Ah. gekauft quasi. Ja. Ja. Den Oh, kommt Entschuldigung. sofort zurück Ja. bei dir. Ihr habt euch gekauft, genau. Nee, wir haben zwei davon. Ja. Genau, ups, und dann. So. Thüringen. Recht so, Bruder. Du hast einen Kampf gewonnen, deswegen kriegst du hier einen Das Stein. ist nicht nur gegen den Spieler. Genau. Genau, das hatte ich Mhm. vorhin auch gefragt. Ne? Okay, habe ich verpasst. Ja, die habe ich jetzt mal so reingeworfen, weil ich nicht wusste, was ich mit dem machen soll. Wenn ich das jetzt wegnehme, stehen da plötzlich nur zwei, was ich ein bisschen ungemütlich finde. Ich Ich lasse wäre das ja mal. bei Ich dieser Advanced-Regel dann gefährlich, wenn da nur zwei stehen würden, ne? Und dann zwei Genau. Dann über. würde, wenn jetzt die Karte Rebellion käme, dann wäre das Land so entwickelt, dass die Leute im Grunde so viel Ordnung wollen, weil so viele Dinge zu regeln sind, so im allgemeinen Miteinander, dass sie dann unzufrieden wären. Und dann käme ich jetzt hier noch einen grauen Stein drauf. Aber das haben wir jetzt Das ist nicht. sozusagen Hunger von der Ja. anderen Seite. Wenn es den Leuten so gut geht. Aber warte mal, warum ist das jetzt gefährlich, wenn du den jetzt. Also Naja, du musst, wenn du das Land einnehmen willst, musst du vier Leute reinpacken, um kämpfen zu können. Du brauchst ja dann einen mehr, du hast ja dann die relative Mehrheit. Willst du es sogar beherrschen gegen mich hier und den Grauen, musst du sogar fünf reinziehen. Davon, das ist fast nicht möglich. Wenn ich das aber wegnehme, Machst dich dann selber reicht es angreifbar, schon, meinst wenn du? du mit zwei Leuten reinziehst, dann bin ich schon mal blockiert. Deswegen lasse ich das lieber so stehen. Nun hast du allerdings die Aufruhr besänftigen Tafel und kannst den zum Beispiel zu deinem machen, was dann wiederum auch. Also es ist auch wieder riskant. Okay. Das ist eine schöne taktische Tiefe, das Spiel. Kannst du So, viel und machen. das haben wir halt versucht. Deswegen dieses Abschichten von allen anderen, damit diese Mechanismen, die bleiben. Du hast ja gefragt, warum nicht noch mehr Ja, Ambiente du reinkommt über wolltest mehr ein die. taktisches Spiel machen. So, ja. Wie gesagt, Schach mit Ja. Miniaturen. Okay, dann. Genau. Dann nochmal für alle, die das zum ersten Mal spielen. Gibt ja jetzt hier diese
Tafeln, die sind nichts anderes als eine Erinnerung daran, was man jetzt macht, wenn Hartmut hier ein weitergeht. Dann müssen alle Tafeln, die hier liegen, müssen verschwinden. Diese hier kommt sofort aufs Skriptorium und verdoppelt plötzlich die Unruhe, die hier los ist, weil ja ein Jahr lang schon immer noch hier Machtkämpfe los sind. Und die erledigt man, also hier zum Beispiel bitte alle Karten wieder zusammenmischen. Und dann wird die einen um ein Jahr weiter verrückt. Also kommt jetzt hier eine Hungerkarte rein. Die Reihenfolge ist irrelevant, deswegen ist das mit diesen Tafeln. Genau, ist wurscht. Ich mache es trotzdem mal so, weil man hier mal noch ein bisschen was erklären muss. Mhm. Das sind marodierende Rotten. Sollte es mal vorkommen, dass auf einem Land plötzlich wahnsinnig viele Rotten liegen. Kommt selten vor, aber kann vorkommen. Dann dürften maximal drei dort stehen. Zwei würden hier raufgelegt und mit jeder Karte käme bereits eine. Das heißt, die marodieren, ja, die weiten sich aus. Genau. Ist ja aber nicht so. Muss man nur einmal prüfen. Dann dieses hier ist die absolute Lieblingstafel, weil die wahnsinnig tolle Kompetenzerlebnisse bringt. Man kriegt alle seine Tafeln zurück und kann endlich wieder aus dem Vollen schöpfen. Kompetenzerlebnisse? Ja, alles meins. Das habe ich immer schon mal gehört, das war. Ja, ja, dass ich. Ja. So. Genau, und dieses hier, das hat Andi, ein Freund von uns und auch eifriger Mitspieler in Hamburg, der hat, als er das zum ersten Mal gesagt hat, das mit den Siegbedingungen, mir schwirrt der Kopf, wo muss ich denn jetzt lang? Und so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann verlangsamen wir das Spiel doch mal an der Stelle. Und sagen, nö, wir kommen zum Hoftag zusammen und schneiden mal auf mit allem, was wir so haben. Das heißt, jeder muss einmal vorrechnen, wie nahe denn an den Siegbedingungen ist. Also, fange ich mal an. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Länder. Ich bräuchte 6. Das wäre eine Siegbedingung. Mhm. Ich habe 1, 2, 3 Entwicklung. Ich bräuchte 6. So, also bin da auf dem Weg und man kann das ja mit einem einzigen Zug, könnte ich das ja machen, oder könnte ich da schon 2 Siegbedingungen. Ich habe aber keine Falls. Und die brauche ich unbedingt. Das heißt, das ist eine Siegbedingung, ist aber auch eine notwendige Siegbedingung. Ohne die geht gar nichts. Dann könnte ich Regionen vereinigt haben. Und es sieht so ein bisschen aus, als ob ich mich hier so ein bisschen breit machen wollte und so. Ne? Das geht da schon hin, aber auch das ist noch nicht verwirklicht. Die Falls zu haben ist ein Punkt, ist ein Siegpunkt, sozusagen, aber auch ein notwendiger. Also du kannst noch so viele andere Siegpunkte haben, wenn du die nicht hast, bringt es nichts. So, Region, dann Gefolgsleute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irgendwas, was auf den Karten wäre, würde nicht zählen. Was ganz geschickt ist, wenn man die spielen will, die Siegbedingung, dass man ganz viele hier hat und dann mit einem einzigen Einfluss kriegt man die drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 12. Ja, auch schon ordentlich, aber ist noch nicht. So, was habe ich vergessen? Ach ja, Kampf. Ich habe noch kein einziges Mal gekämpft. Ihr alle schon. Ihr habt keine Siegbedingungen dadurch, weil ihr gleich auflegt. Sobald du 4 hast, kannst du egal sein, ob die anderen auch 4 haben. Dann hast du auf jeden Fall den Siegpunkt. Ach, okay. Kampf. Das habe ich nicht gewusst. Genau, also den kannst du auch gezielt ausbauen. Das, so. Aber bis dahin, also wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, hier mit meinem letzten, ich kämpfe einmal, und dann habe ich den fehlenden Siegpunkt. Wir brauchen ja 4 mit der Pfalz zusammen. Ja, so, und jetzt wird es weitergehen und man könnte jetzt mal gucken. Boah. Ich habe keinen Siegpunkt. So, ne? Ja. Das ist schnell sogar. Aber du bist ziemlich nah dran. Du meinst, weil ich 5 Länder habe? Erstens 5 Länder und du bist sehr stark hier aufgestellt. Also die Konzentration, die territoriale Konzentration ist ziemlich weit fortgeschritten. Wie war das, eine Region zu beherrschen, ist auch ein Siegpunkt, oder? Ja, ja, unbedingt, genau. Davon kannst du auch mehrere haben. Also du kannst zum Beispiel dieses beherrschen und dieses, wären 2 Siegpunkte. Dazu vielleicht noch, eine Region beherrscht man, wenn man jedes Land beherrscht, beim Wald aber mindestens einen Stein drin hat, egal wie viel da sonst noch so Rundung hat. Ja, so, und das hat er sich halt gewünscht, dass man einmal ein bisschen Ruhe hat, darüber nachzudenken, gerade für Anfänger, weil das dann sehr schnell gehen kann, weil man auch, was mache ich denn jetzt als nächstes? Mhm. Blau ist sehr interessant, also generell, aber hier auch, weil dieses ja eine sehr kleine Region ist, bringt aber auch einen Siegpunkt. Mhm. Das heißt, hier zieht er einen rein, oder er macht so, 1 und
Vielleicht so. Eins. Oder so. Könnte ja so, sein. Genau. Und so. Und schon hat er den Siegpunkt. Das heißt, mit Ziehen und natürlich reichlich Missy zum Ziehen könnte er das haben. Und er hat auch schon drei Entwicklungen. Hier könnte er auch die Falz bauen. Ja. Hier ist noch so ein bisschen No Man's Land. Ne? Könnte er auch ausbauen. Ja, das gibt vielleicht jetzt erstmal Orientierung, was so möglich wäre. Okay. Genau. Genau, dann müssen wir das mal noch einmischen. Ab jetzt kann Hunger kommen. Ja, es gibt ja auch Spiele, die leben davon, dass man das gerade geheim hält. Im Prinzip, dass man darauf spielt, ist zu überraschen. Ich sage immer, Pax Renaissance, super gutes Beispiel, dass die anderen nicht so wirklich sehen, was du vorhast, weil das so komplex ist dann, dass du halt, ja, im Prinzip bis zum letzten Zug sagst, okay, ich bin eigentlich gar keine Gefahr für die anderen. Bei Pax Pamir hat man immer noch im Überblick von allen, wer gewinnt jetzt und so und spricht darüber. Bei Pax Renaissance ist es so komplex, zack, dass du irgendwie das gar nicht mehr alles auf dem Schirm haben kannst. Ja. Und das haben wir uns halt überlegt, dass wir das total transparent halten wollen, weil dadurch so ganz volatile kleine Bündnisse entstehen. Die sagen, hier, den machen wir so ein bisschen so, aber dann wird er wieder zu stark, dadurch dann wieder der andere und so. Mhm. Das wollten wir ganz doll. So. Okay. Ach ja, geht dann los. Was machst du da? Na, soll ich mal gucken. Aha. Nur so finde ich gut. Vergesst die getauschten Tafeln nicht. Die kriegt ihr auch zurück. Ah ja, stimmt. Ja, klar. Klar. Danke. Das ist der Klassiker, das ist, dass man das vergisst. Ah ja, danke. Gut. Ich glaube, das können wir ruhig machen. Also, ich finde das gut. Ja? Wie sehen Sie das? Ja, okay. Ja. Gut. Also ich, meine Frau meinte ja, Flash passt zu mir. Ironisch, weil sie meint, ich überlege immer zu lange. Also. Das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Deswegen finde ich das gut. Ja. Generell. Mein Co-Autor, Christoph, steht auf dem Standpunkt, was man ja auch verstehen kann, wenn ich spiele, möchte ich mich entspannen. Also so, und er hasst dieses Teil. Ist aber komischerweise Erfindung, oder? Ja, so ein bisschen schon. Ich hatte ja mal ein Spiel in der Überlegung, wo man tatsächlich eine Realtime-Strategie macht. Also du, krass, ja, du setzt deine deine Sanduhr auf das Teil, das du machst. So Kitchen Rush. Wenn das abgelaufen ist, dann darfst du was machen und dann ziehst du es auf das nächste Teil. Cool. Und so machen es die anderen eben auch. Hat ein paar Kinken, wenn man das macht. Also deswegen habe ich es auch gelassen. Aber ich finde es immer noch interessant mit der Sanduhr. Wenn ich mich entspannen möchte, gehe ich aufs Sofa. Hörst du das, Christoph? Hörst du das? So. Okay. Ja, ich schalte meine Tafel frei, denke ich. Oh, oh, oh. Geht denn los? Da geht schon los. Ostwestfalen. Ostfalen. 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 Ostfalen da. Ja, ich. Ja, das bin achso. Ich. Du hast das eigentlich auch, okay. Ich spiele immer blau. Deswegen. Wirklich? Ja, ist mir gar nicht auf. Ist ja okay. Echt nicht? Nee. Das mache ich immer so. Kommen wir uns Kommentar, die Quere, das mit dem Trinken soll, dass es rot gegen blau gibt. So, nächstes. Ah ja, gut. Also, 1, 2, 3, 4 Länder und 3 sind ja 7, dementsprechend 7. Wenn man da erstmal einen guten Stand hat, ist das immer. So.
Entwicklung? Ja, ich bezahle 2 für. Ich bin so hin und her gerissen mit diesen coolen Scheiben. Ich mache mich ja zum Ziel und ich kriege ja nicht einfach so die Missy aufs Board. Deswegen. Total. Ist das so ein bisschen schwierig. Ich mache eine neue Scheibe. Ich kaufe nochmal so ein Ding hier. Das. Bisher greift sich aber auch keiner da an. Also ganz ehrlich, ja. Bisher. Du hast Geld. Ja. Und das Einkommen quasi. Missy ausstatten. Falsche Reihenfolge. Die Wunschreihenfolge ging schon. Überhaupt falsche. Achso, warte mal, hast du eine falsche Tafel abgelegt? Wolltest du gar nicht? Ja. Dann mach das aber. Also, ich weiß nicht, wie das hier in der Runde ist. Wir sind eigentlich ganz locker. Ja, aber dann mach das doch. Also, aber nur eigentlich. Ja, dann. Da ist also, oder? Ja, ist für mich vollkommen okay. Da ist im Prinzip auch die Reihenfolge. Also, ist jetzt nicht egal, ne? Aber okay. Da haben wir auf das gezogen. Gut, ja, ich mach. Nee, ich meine, mach im Sinne von mach ruhig. Nicht. Macht dir keinen Stress. Um eine Fall zu machen, brauche ich drei Entwicklungen drauf, ne? Nein, zwei, aber es kostet bei A3. Ja. Darf ich jetzt nur in einem Land entwickeln? Nein, du darfst auf maximal 3 Ländern, weil du ja maximal 3 Entwicklungen machen kannst. So. Ja, also du kannst ja jetzt hier auch noch eins theoretisch. Stattdessen. Nee, er hat ja hier auch schon eins gemacht. Nee, ich meine, statt des hier, ja, das legen, könntest du auch. Es auch da hinlegen, keine Ahnung. Wenn du das, wir spielen ja nicht mit falls da vielleicht lieber haben willst. Ja, das ist eine gute Sache. Das ist ein bisschen Puffer zwischen uns. Ja. Aber die Falls ist doch ewig geschützt, die können ja gar nicht eingenommen werden. So ist es. Du legst 2 da. Was du machst, also ich hätte jetzt ja zum Beispiel die Falls bauen können. Ja. Du verlierst auf einmal 2. Richtig viel Zaster und auch Missy und so weiter. Also, schön, ne? Wenn man so friedlich hier koexistiert. Auch mit friedlichen Mitteln hier die Leute überzeugen. So, komm doch zu mir hier mit der Tafel. Aufruhr besänftigen. Und Provence. Das heißt, ja. Das ist jetzt, das muss uns alle im Grunde irgendwie, also Brot jetzt nicht, das aber. Heißt hier. Kommt jetzt zum. Noch nicht. Sobald also, das. Erst wenn die knallt. Also ja, okay. Stimmt. Und niemand was draufgesetzt hat. Das heißt, alle sind eigentlich jetzt gehalten, auch mal was draufzusetzen. Wahrscheinlich. Außer du. Ja, und was soll ich sagen? Ich opfer mich auf. Mensch. Schade, dass du den genommen hast. Dann kann ich jetzt ja nicht mehr draufsetzen. Solange der graue Stein da war, konnte ich es draufsetzen. Mhm. Kann ich jetzt aber nicht mehr. Ja, das war jetzt Glück. Ja. Ja. So, aber Friesland will ich natürlich verhindern. Auch Ostfalen will ich auch nicht verlieren. Du kannst so viele legen, wie du willst und auch so viele Karten, wie du willst, nur halt nicht welche, wo andere beherrschen. Da möchte ich das natürlich auch nicht verlieren. Das würde ich ja verlieren, wenn hier ein grauer Stein kommt, würde ja hier, hier, hier und hier ein grauer Stein draufkommen, also auch aufs Mainz. So. Mhm. Schwaben kann ich nicht. Aber ist es nicht taktisch vielleicht sogar so klug zu sagen, ja, also dir schadet das zwar, aber es schadet den anderen vielleicht noch mehr und vor allem jetzt Geld. Ganz aber krass. So bin ich nicht. Nee, ja. So nein, aber natürlich, so klar. Unsere Runde halt. Ja, nein. So tickt unsere Runde. Nein, aber du hast völlig recht. Also das ist, genau. Weil er hat doch viel mehr Druck, da jetzt was draufzusetzen total. Als du. Deswegen. Total. Aber er ist ein Gast hier. Genau. Und er weiß, wo mein Auto steht. So, warte, ich muss noch mal gucken hier. Aber so könnte ich auch legen, weil das ja ein Wald ist. Übrigens, da kann man auch, wenn da jetzt hier einer schon stünde, könnte auch jeder noch draufsetzen. Also ein Wald kannst du nicht beherrschen. Okay. Also ist das ein Land, das nicht beherrscht wird, also kannst du drauflegen. Aber ich glaube... Also es wird dadurch nicht verhindert, im Prinzip, dass du jetzt hier genau, reinkommst. Genau, deswegen sind Waldländer auch immer für Leute, die, also ein ganz doller Abhilmechanismus, auch Leute, die ins Hintertreffen geraten können, wahnsinnig viele Missy bunkern und dann in einem Wald plötzlich völlig neu ins Spiel kommen. So, die wollte ich nicht einsetzen. Nö. Ja, okay. 1, 2, 3... Nee. 1, 2, 3, ne? 4, 5, 6, 7. Das sieht schon besser aus. Gut, das war der letzte. Okay. Das tauschen? Ja. Und zwar, ich möchte auch tauschen.
klickst du da drauf. Ah ja, oh Gott, schon wieder. So, dann nehme ich mir. Entwickeln, ja, das ist natürlich attraktiv. Ne? Ja, deswegen wird er ständig zurückgetauscht. Taktische Spiele muss man eigentlich mit Sanduhr spielen. Ne? Mhm. Das ist bei Schach so. Also Schach ohne, ohne Schachuhr macht einfach keinen Sinn. Also das ist ein ganz anderes Spiel plötzlich. Eher so, so eine Abendveranstaltung, ne? Dann für zwei Freunde, die irgendwie. Das Schöne an der Schachuhr ist auch, dass man dann gegen deutlich schwächere Gegner Schach spielen kann. Ne? Also ich gebe dann halt meinem Sohn zum Beispiel keine Zeitbegrenzung. Ich sage eine Minute für die ganze Partie. Ja. Mhm. Für die ganze Partie? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, das ist toll. Das sieht man dann halt. Ja. Jetzt schaffen wir es. Dann mache ich auch Fehler. Ne? Wäre schlimm, wenn nicht. Eine Minute für die ganze Partie. Kennt ihr Go? Spielt ihr mit Go? Nee, aber ich würde das so gerne mal ausprobieren. Das ist atemberaubend in der Einfachheit der Züge und der Tiefe der Entwicklungsmöglichkeiten. Kann ich dir erklären, das ist extrem schnell erklärt. Mhm. Du kannst losgehen und Go-Spiel kaufen. Ja, das fängt gut an. Wo wären wir denn? Das ist für dich. Ja. Ui, schon wieder. Krass. Falsches Ding. Ich habe mir nicht getraut, das zu fragen. Jetzt lassen wir es so. Egal, selber schuld. Selber schuld. Ja, 7, ne? Ja. Oh Mann. Also, du kannst das ja auch mischen, ne? Also, ich muss jetzt nicht alle rüber. Ich weiß, aber. So, ich habe auch Missy ausstatten. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du hast zum Beispiel jetzt schon eine Siegbedingung. Ne? Stimmt. Ein Zug, hättest du schon 2. Du brauchst unbedingt die andere noch, aber dann noch einen Sieg und so weiter. Also. Ja, okay. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ah, nee, das sag ich, ja. So, was habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt möchte ich hier Missy einsetzen, auf die schönen Karten logischerweise. Mhm. Also Anjou brauche ich einen, ja, damit ich da auf jeden Fall einen habe. Für meine Bedingung hier und dann versuche ich natürlich in die Champagne hier mich breit aufzustellen und wie viele brauche ich da jetzt? Ja, kommt drauf an, was du vorhast. Also wenn du sagst, du willst nur versuchen zu verhindern, dass da ein grauer Stein reinkommt, das solltest du auf jeden Fall, dann setzt du da einen drauf. Ja, das ist das Minimum. Wenn du aber sagst, ich will da zum Beispiel eine Burg bauen, weil das ja, ne, schützt ja den hinteren Bereich gut und wirkt hier ganz, ganz viel nach da. Dann solltest du da einen Schwerpunkt machen, den du dann bald mit Entwicklungstafeln absicherst, so wie ich das hier zum Beispiel gemacht habe. Also 3 ist ja so, wenn ich jetzt dann 2 Entwicklungen mache, dann sind die schon mal sicher. Ja, also dieses würde zum Beispiel reichen. Dann hast du auch kein Hungerproblem. Also wenn du jetzt, stimmt, da liegt ja schon einer. Ja, genau. Ja, kommt ja auch kein Grauer drauf. So wie bei dir 3. Genau, und, ne, genau. So, jetzt kann ich noch überlegen, ob ich noch irgendwo anders hin will. Ich könnte nach Schwaben, um dazu den. Nee, das ist Sven, ja beherrscht. Ach Quatsch, das kann ich gar nicht, stimmt ja. Aber Haute-Provence kannst du hin. Das ist ein Wald. Habe ich da irgendwas davon? Das ist auch nachher, wenn wir da beide drauf sind, spielt das überhaupt keine Rolle. Du kannst von dem Wald kannst du ja nicht beherrschen, das heißt, du kannst da auch wegziehen. Mhm. So, oder ich kann da wegziehen. Also egal, eigentlich nur da um da. Stress. Nur um da irgendwo anders hinzuziehen. Ja, da vertreten zu sein. Also und zum Beispiel hier noch. So ein kleines Drohpotenzial. Kannst du nicht? Kann ich nicht. Toulouse. Aber Toulouse kannst du. Achso, da ist ja nur so eine Rotte. Es hat ja nichts zu sagen, was hier drauf ist, sondern nur, wer das Land beherrscht. Könnte ich die Rotte bekämpfen, zum Beispiel. Achso, aber dann, ja, okay. Oder ach, gelb bekämpfen. Ja, wenn du 2 draufsetzt, ja cool, ne? Aber. Bekämpfe ich gelb, dann aber dann habe ja ich nachher, hier nicht die. Dann doch, muss dann ich ja 3. Ja, nee. Es sieht nachher so, also du beherrschst das Land dann nicht, aber du kannst kämpfen. Das heißt, würde ja von jeder Farbe ach, einer weggenommen. Von jeder Farbe, ah so, ja, stimmt. Ne? Ja, genau. Ja, das ja, ist ja natürlich. So. Okay. Würde ich sagen jetzt. Na klar. Alles klar. Thüringen. Was ist hier? Ja. Ich kann ja sonst nirgends, ne? Okay. Danke. Blau.
So, was habe ich mir dabei mal gedacht? Kleine Burg geht immer, ne? Ja. Kleine Pfalz geht immer. Ja, kleine Pfalz geht immer. Ja. Mache ich jetzt tatsächlich auch. So, das ist ganz schön, das wirft ihn erstmal einnahmemäßig kräftig zurück. Kostet dich noch 3 Missionen, ne? Das auch noch. Na gut. Wir hatten überlegt, ob wir den Teil hier drin ausfräsen, damit man die tatsächlich da drauflegt, die Falz. Ja, dass man tatsächlich das so drauflegt, dass die verschwinden, um deutlich zu machen, das ist einfach unheimlich aufwendig, so eine Falz zu unterhalten. Deswegen sind die nicht eigentlich weg, sondern sie sind da drin. Bringen dann natürlich auch keine Einnahmen mehr. Deswegen lassen wir sie auch nicht sichtbar, sondern nehmen sie raus, weil es sonst nachher mit dem Zählen, das bringt völlig durcheinander. Das heißt aber auch, dieses Land gilt als ausentwickelt. Das heißt, du kannst da jetzt auch nicht noch weitere Entwicklungssachen drauf machen. So, du möchtest auch deine Missive verteilen, oder? Ja. Da könntest du hin. Kann ich hin. Champagne kann ich nicht. Da kannst du. Nach Toulouse. Ach Quatsch, hier. Ort Provence. Man könnte jetzt, ihr sagt, ihr spielt ein bisschen kompetitiver. Ein klassischer Move wäre jetzt zum Beispiel, 3 auf Anjou zu legen. Um Rot zu hindern, da einfach durchzumarschieren und ganz in Ruhe sein neustrisches Königreich da aufzubauen. Einfach Stress zu machen, weil das bedeutet, dass er sich dann ganz konzentrieren muss, was sind das da für Leute und so. Das genau kostet. Sven. Das Finde kostet aber. Ja, aber Sven versucht, glaube ich, eher seine eigene Siegbedingung und mich zu ignorieren und dann. Aber. Und das ist genau das strategische Dilemma, das du hast. Achte ich nur auf mich, lasse ich den anderen durchlaufen. Setze ich mich ein, um den anderen zu verhindern, sagen die anderen, oh ja, super, der macht das schon und ich kann durchlaufen. Außerdem machst du dir Feindschaft, ne? Also ne, ihr beide, wir würdet dann hier mit euch so. Aber so lässt du ihn schön in Ruhe, ne? Und machst du dein Ding. Kurze Frage, Hunger bei der Pfalz spielt eine Rolle? Ja, ja, ne? Würde dann so aussehen, ein grauer Stein kann nicht hinkommen, weil da nichts anderes raufkommen kann, aber 3 würden bleiben. Okay. Also es ist schon ein bisschen riskant, was du machst, aber auf der anderen Seite, die Fallhöhe ist hoch genug, um das aufzufangen. Gut. Aber wenn du sozusagen dich verteilen willst, musst du pro Ziel ja einen bezahlen. Ne? Also 1, 2 wahrscheinlich. Pro Ziel? Hier wird er wohl 2 reingeben. Ein Missus, also eine Gruppe von den Volksleuten. Und dann hier sind 2 Missi. Und dann hat er das Land. Er hat die Pfalz. Er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also mit nochmal so einem Ding. Hier 3 rauf, hätte er auch 12. Vielleicht kämpft er dann hier auch nochmal. Also, ja. Ja, also keine Gefahr, ne? Keine Gefahr. Ruckzuck gehen, ne? Das ist nicht so unwahrscheinlich, dass man da nach 2, 3 Runden schon gewonnen hat. Genau, jetzt muss man. Nee, warte, war, glaube ich, eine musste gezogen werden jetzt. Genau, ne? Genau. Tja. Hessen. Liebe Hesse. Gut, letzter. Bevor du mich da rausschmeißt, bin ich rundaus und rausschmeißbar geworden. Pro Region nur eine Pfalz. Also hättest du jetzt nicht, weiß ich nicht, du könntest jetzt hier nicht eine bauen oder ich da, wenn du eine hast oder so. Mhm. Okay. Gut, jetzt nächste Runde. Ne? Jetzt habe ich den Ich tausche entwickeln zurück.
angekündigt. Ja. Ja. Und da bist du auch nur. Ne? Das kostet ja einen. Ne? Mhm. Aber das gehört dir doch gar nicht, Sven. Ja, aber ich habe ja gesagt, ich. So. Ne, nicht nach Osten, ja, nicht nach Westen. Verstehe, verstehe. Ja, das hat er gesagt. Ja, bist du nicht noch da auch? Ich bin überlegen. Ja. Du kannst aber auch von da aus ziehen, ne? Nee, nee. Achso, ja. Irgendwie, ja, das ist irgendwie. So in Ordnung. Dann noch einmal. Hm. Ja, tu was, ne? Ich, ja, du hast doch hier die Möglichkeiten. Voll die Möglichkeiten. 1, 2, 3, 4, 5, ich habe gerade schon was getan. 7, ne? 1, 2. Obwohl, das, mhm, das zählt auch mit? Nein. Das war nur 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und spürt man sofort, ne, dass die beiden da nicht drin sind. Obwohl es eigentlich nur zwei Schaden sind. Ja, also wenn das hier so läuft, hier mit euch, kompetitiv und so, dann muss ich ja mal was machen. So, das ist auch nochmal ganz interessant, regeltechnisch. Da darf ja nie irgendwas anderes jetzt als meine Farbe sein. Das heißt, den muss ich verschieben. Okay. So, und ich kann ihn also in die Normandie... Der verschwindet nicht, sondern der wird verschoben. Richtig, mhm. In die Normandie kann ich ihn ziehen, dann würde ich dich da aufhalten. Friesland, wäre interessant, wenn das runterkommt, könnte ich kämpfen, auch mhm, schön für mich. Mhm. Hier würde ich so ein bisschen sagen, das ist jetzt mal meins, also wenn die Tafel kommt, dann kann ich da draufsetzen, das mache ich auch mal. Ach so, und was wir immer unbedingt machen müssen, Flandern, die Karten rausnehmen. Ja, die hätte man aber sowieso rausgenommen, wenn sie ja kommen. Also das ist deswegen hier einmal. Wir haben das bisher mal ganz unten lag sie. Okay. Was ist hier? Was haben wir gesagt? Wo ist schon gebaut worden? Schwaben. Ne? Mhm. Ich glaube, so haben wir es. Ah, Schwaben liegt aus. Dann. Ja, das kommt weg. Genau. Das hat er ja eben. Da lag die ja schon aus. Das heißt, alles, was hier draufgekommen wäre, wenn es sein eigenes Zeug gewesen wäre, also blau, wäre es gesetzt worden, sonst okay, wäre das zur Gefolgschaft, also zu Leudis zurückgegangen, mhm, von den anderen. Graue Steine wären in Vorrat zurückgelegt worden. Mhm. Also der ist raus sozusagen. Thüringen auch. Haben wir Thüringen. Das liegt da. Ach da. Genau, okay. Und jetzt Flandern, ne? Da. Genau, da sind wir mal durchmischen jetzt. Genau. Noch nächste, dann wir durch. Okay. Also ja, die kommen dann ja weg, die Karten. Dieses könntest du auch runterziehen. Ach so, wenn du willst. Ja. Macht ja wahrscheinlich, muss ich jetzt mal überlegen. Hungertechnisch würde es uns zerreißen, wenn jetzt der Hunger käme, denn der Hunger gilt auch für Wälder. Mhm. Das heißt, wenn da zwei liegen, wird so lange dieselbe, wird so lange Steine entfernt, bis die Tragfähigkeit erreicht ist. Das heißt, Tragfähigkeit ist überschritten, müssen also beide entfernt sein. Was anderes wäre es, wenn ich hier zwei hätte, dann hätte ich entscheiden können, das ein von dir, ein von mir. Aber das ist ja eigentlich gut für mich, ne? Weil ich will ja, dass da hier der Hunger kommt, ne? Ja. Achso, nein, wenn der Hunger dann hier. Nee, ich meine jetzt, ich möchte ja, dass diese Rotten hier hinkommen, dann um das hier dann, zu vergiften dann, quasi. Dann, hätte da nichts liegen dürfen. Nee, ja, ich meine jetzt nur, wenn ich die jetzt reinziehe. Ja. Also so ist schon mal verhindert, dass da Rotten kommen, weil wir uns ja gekümmert haben. Das dauert ja dann sowieso. Ja. Und Stein. Also mal zu gucken, ob du die nicht runterziehen willst. Es sei denn, du willst verhindern, dass ich da was runterkriege. Wie meinst du? Naja, also Stein auf Brett ist Stein auf Brett. Also es ist eigentlich gut, Steine auf dem Brett zu haben. Allerdings, wenn wir das jetzt machen und der Hunger kommt, verlieren wir sie beide. Hm. Kannst du machen, wie du. Ja. Wir probieren das. So.
Oh, die richtige Tafel. Das ist ja also oh, herrlich. Leider zu spät, weil ich wollte natürlich darauf legen. Ah. Aber jetzt? Achtung, Toulouse ist nicht beherrscht. Du kannst da was drauflegen. Toulouse ist nicht beherrscht? Mhm. Stimmt, ja. Ja, es wäre trotzdem schöner gewesen, bevor der was draufgepackt hätte, weil die Ach, nächste Mann, bestimmt. Ich habe ja gerade ja, die da draufgelegt. Ne? Sorry, ich. Ach so, ja, richtig, die muss ja raus. Ja, genau, okay. Deswegen. Ja. Ne? Deswegen ist die Reihenfolge ja, da schon entscheidend so, gewesen. Ist egal, ja, ja, das hätte ich sowieso auch gemacht. Mhm. So. Du kannst auch drei hier drauflegen. Ja, trotzdem ärgerlich. Hm. Da bleibt von dir. 7 mal da hinten drauf, packen auf die Karte. Ja. Und. Na komm. Nee, das geht nicht. Du kannst entweder das eine machen oder das andere. Ja, es ist furchtbar mit diesen Dingen. Oder mit den Regeln, ne? Ja, wir haben natürlich versucht, Dilemmata zu schaffen. Ne? Also das eine oder das andere. Das ist uns an manchen Stellen dann doch auch gelungen. Ja, auf jeden Fall. Das ist echt nicht schön, was du da machst. Das jetzt natürlich den Vorteil, du könntest dir hier was schnappen und gleichzeitig blau fangen. Wenn ich das da nicht mache, dann sind meine beiden Scheiben, weg. Ich, es ist blau. Und zwar schneller, als ich gucken kann. Sven gewinnt gerade. Ja, ja. Ne, ist so. Ja, ihr gewinnt beide. Hm. Komm noch rein, okay. Ich hab's nochmal dran, aber auch nicht. Ja, dann geht's gleich weiter. Danke. Es kommt. Der Hummer auch? Ja. Im Périgord braut sich was zusammen. Ah, ja. Schön ist zum Beispiel auch mit Ziehen von hier einmal rüber. Dann ist das Land nicht beherrscht, kannst drauflegen. Geht auch. Das war's. Nächste Runde. Mhm. Nächste Runde, letzte. Oh, ich befürchte Böses. Sven, mein Schicksal liegt in deiner Hand, könnte man sagen. Wie das? Das Schicksal der freien Welt. Schaut auf dieses Spiel. Wenn sich Gäste rankommt, die verloren. Was? Wie bitte? Was? Also ich weiß nicht, wenn das Spiel hier so für mich ausgeht, weiß ich nicht, ob ich das Video so öffentlich. Okay. Von dem Moment an drehte sich das Schicksal für Gäste. Entwickeln, ja. Also ich entwickle jetzt hier diese hübschen Scheibchen, zwei Stück da. Und ich packe natürlich irgendwie noch mal eine Scheibe irgendwo hin, weil ich da noch einen übrig habe. Ile de France oder sowas. Ach, ja. Hinterland. Ich sehe jetzt keinen so richtigen Vorteil, das jetzt irgendwo an einer bestimmten Stelle zu legen. Das ja, relativ zentral, da kann ja, so, ich überall hin, von dem her glaube ich, das ist so ein bisschen komfortabel. Von allen Seiten auf. Mhm. So. Oh, jetzt haben wir die nächste Siegbedingung. Nächste Siegbedingung, genau. Ei. Ja, das heißt ja gar nichts. Liebe Brüder. Den kannst du noch zu dem Bolt. Achso, der wurde ist, gerade bekämpft. Wie brauchen wir mal die Siegbedingung überhaupt? Drei Stück noch? Vier. Hm? Eine hast du schon, die zweite hast du schon, in der anderen bist du dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! Also, mit aber Länder, wie viele Länder muss er? Sechs. Er muss nicht, also er kann ja auch was anderes machen. Er hat doch schon sechs. Ach nee, die beherrscht er nicht. Nee, genau. Also fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mhm. Sieg.
also die Kampfbedingungen hat er. Ja. Sollen wir noch bei wem anders zählen gerade hier? Wegen Sie? Er kann zum Beispiel so eine Marschkolonne in Gang setzen. Ne? Er könnte sagen, hier ein, hier ein, hier ein. Kostet natürlich wahnsinnig viel Geld, die zu bewegen, aber auch sowas ist möglich, dann mit einem Zug plötzlich noch ein Land zu machen, das weit weg ist. Ist allen denn die Regel hier geläufig noch, dass wenn ich diese Friedenausrufe mache, dass ich noch eine Aktion habe zusätzlich? Nur der? Nee, wie war das? Erst der ja. Links von dem oder was? Nee, nur der? Nee, ich weiß nicht mehr genau. Wenn du, also die musst du erstmal freischalten, ja, die klar. ist hier unten. Ja. Und wenn du die ausspielst, dann kannst du das überhaupt nur machen mit einer, mit einer keine Aktion, weil du in dem Moment, in dem die aus dem Beutel gezogen wird, du einen Joker-Zug hast, den du unmittelbar in diesem Moment ausspielen nur der. Kann. Sehr wichtig für dich, wenn du das machen möchtest. Genau, habe ich ja nicht vor, wisst ihr. Also, aber das war so, dass das nur derjenige kann, der... Ja, das machst, das, das okay. machst du mit dieser Friedenstafel. Also in der Regel hast du es getragen von diesem erhabenen Moment, entwickelst du Kräfte und so weiter. Ne? Dann müsstest du die aber noch auf der hier haben. Das heißt, in der Regel wird das eigentlich in einem ersten Stadium des nächsten Jahres gespielt. Und dann hat er einen Zug sofort. Und darunter kann zum Beispiel ziehen sein. Sodass, wenn er sagt, ich gehe auf 6 Länder, dann brauche ich dieses hier. Dann reicht es aber nicht, wenn ich so mache, dann mache ich hier einen frei. Also mache ich so, dann habe ich dieses wieder nicht. Dann mache ich so. Das kostet dann zwar 3 Missi, aber er hätte zum Beispiel diese eine Siegbedingung. Oder Klassiker auch, man kämpft dann in dem nochmal. Ja, also das hat er nun nicht nötig, so. Aber wenn ihr jetzt auch, wenn einer von euch zum Beispiel auf 2 hoch geht noch, wäre das auch ein Klassiker. Oder man hat ganz viele Gefolgsleute noch auf den Karten geparkt und spielt dann hier die Einfluss und hat dann auf einmal 5 Gefolgsleute, erfüllt dann die 12 Gefolgsleute, Siegbedingungen. Sowas ist möglich. Gut ist natürlich, wenn man mit einem Zug sowohl eine Region vereinigt, als noch ein Land bringt und vielleicht ein Land mit ganz vielen Entwicklungsteilen und dann plötzlich 3 Siegbedingungen erfüllt mit einem einzigen Zug. Wir haben dich im Auge, Sven. Ah, oh, sorry. Das war die. Was ist los bei euch da unten? Einfluss, nee. Ach, das bin ich hier, ne? Okay. So blühende Landschaften in der Champagne. Wobei hier keine Grenze ist, ne? Das wird oft gesehen. Ja, stimmt. Das ist praktisch. Da habe ich jetzt Pech gehabt. Wow. Okay. Ja, wenn es jetzt andersrum gekommen wäre. Genau, so ist es. Das war meine Hoffnung, dass... Aber du gibst damit die Herrschaft über das ertragreiche Septimanien auf. Warum nicht von der Auvergne, wenn ich fragen darf? Ja, das ist stauber, ne? Hast recht. Also ich dachte, es steckt irgendwas dahinter. Nee, nee, hatte ich... ich war so im erhabenen Moment. Das hat bei mir eine andere Auswirkung. Weil er einmal Glück hatte. Ja. Jetzt kriegst du aber keinen einzigen Zug, ne? Ja, weil ich einmal Glück hatte. Ja, dann kämpfen. Tja. Ist dann wohl nichts gewesen. Ne? Verfallen. Jo. Okay. Kann ja nirgends kämpfen. Dann ist das Jahr zu Ende. Ja. Tuk, tuk, tuk. Genau. Und jetzt können wir im Grunde alles dann machen, was da steht. Tafelzug. Und eine weitere Hunger. Kommt rein. So. So, vielleicht gelingt es mir jetzt mal, die richtigen Plättchen zu spielen. Das ist das hier, Kartenmischen. Genau, je länger der Ruderkampf andauert, desto wahrscheinlicher ist, dass die
die Wirtschaft so gestört wird, dass es eben zu Hunger kommt. Also deswegen immer in einem Jahr immer eine weitere Karte, maximal aber eine weniger als Teilnehmer. Mhm. Das heißt, vom Spiel zu zweit kommt im zweiten Jahr eine Hungerphase. Hast du das eigentlich in der Anleitung irgendwie so hinterlegt? Ja, ja. Ja, es gibt ja. Nicht so gelesen, aber da hast du dann geschrieben, zum Beispiel jetzt mit dem Hunger, dass das darauf basiert, dass es die Kämpfe halten an, die Wirtschaft geht zugrunde und so. Ah, okay, cool. Wir haben ja ein extra historisches Beiheft, wo auf jede dieser Mechanismen und Materialien, auf die Abbildungsart und was das darstellen soll und so weiter, eingegangen wird. Ist das auch im normalen Ausgabe dabei? Alles gleich dabei. Wir haben uns ja gegen Stretch Goals entschieden, weil wir gesagt haben, es ist im Grunde ein Gesamtkomplex. So. Und das jetzt ohne die historische Einordnung auszuliefern, ist irgendwie Quatsch. Also das ist ja Kern der ganzen Spielidee. Also ihr wisst, was passiert, wenn das Ding ist. Ich erkläre es mal kurz. Wenn das abgelaufen ist, ruft einer Stopp. Mhm. Muss man auch wollen dann. Und dann darf nicht mehr abgelegt werden. Es kommt alles, was hier liegt, kommt dann in den Beutel. Ja, klingt ja logisch. Ne? Man könnte noch 3, 2, 1 davor sagen. Na gut. Ich glaube, das wird schwer für mich. Da noch irgendwas zu reißen, ja. Aber wer weiß. Vielleicht kommt Sebastian mal aus dem Quark da aus einer Pfalz. Macht aber ein bisschen kommt, Druck, ne? Bei Uli. Liegt doch alles vor dir. Also, das war knapp. Das war ganz, ich glaube, die waren noch in der Luft, die haben. Die wollen wir das zählen? Wir müssen da in den Beutel so. Das sind so die Schicksalsschläge, die dich jetzt hier noch aufhalten können. Nicht? Ich glaube, ich gewinne das nicht. Das ist leider. Also wenn es fast unaufhaltsam sehe ich so irgendwie. Und ich kann du lenkst gut, gut ab. Ich kann auch nichts dagegen machen. Das ist ja das Schlimme. Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist ja nix. 3. Betriebskosten fressen auf, ne? 3 plus 3 sind 6 plus 3 sind 9. Ja, das ist ja, es sind 1, 2, 3, 4, 5. Herrlich. Warte mal, also 1, 2, 3, 4. 4. Schade. Hast du das mitgezählt? Oder? Stimmt, habe ich das. Ich wollte nur wissen, warum. Ja, deswegen. Oh. Zu diesem Zeitpunkt eine X-Tafel ist eigentlich schon ein Hinweis, dass er die Friedenstafel ausspielt. Jetzt würden bei uns die Alarme und alle zählen. Was kann er tun? Ja, wenn er, eins, wenn er zwei, das taktisch drei, verstanden vier, fünf, hätte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nummer 1. Oh. Talreich? 2. 2. Falls baut er, muss er dann bauen, wäre 3. Länder? 1, 2, 3, 4, 5. Wenn aber da keine Falls hat, ist es ja. Die Falls muss erleben. Er bauen. Ja. Ich kann hier nicht gewinnen, ne, weil ich muss erstmal die Falls bauen. Ja. Aber, also eine X-Tafel auszuspielen? Ja. Ja, das hatte mehr damit zu tun, dass ich. Du wolltest nicht. Ja, doch, das verstehe ich. Okay. Ja. So, jetzt. Trotzdem hat es keinen heißkalt Schocker hier. Aber wenn man das Spiel richtig durchdrungen hat, dann spielt man wahrscheinlich dann nicht die X-Tafel, sondern man findet noch irgendwas anderes, was sinnvoll ist. Aber naja, aber irgendwann musst du. Du musst sie reinpacken und wenn es dann dumm läuft und tatsächlich zuerst die X-Tafel kommt am Anfang des Jahres und du eigentlich so, dann fangen alle an zu rechnen. Jetzt muss ich eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Wann kommt die nächste Hungerkarte? Das ist leider nicht meine Entscheidung. Ja, dann nehme ich die mal zurück, die jungen Leute. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Hungerkarte bald kommt. Genau. Auch das leider sehr authentisch. Also manche Kriegszüge sind einfach in Seuchen untergegangen. Ne? Also ja, ach Geld. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Schon mal abwickeln.
Das große Schweigen. Hm? Nein, war ein Scherz. Ich liebe es einfach, dieses Ding. Geht natürlich auch, ne? Wenn irgendeiner sagt, mir reizt jetzt, ja, du hast noch und so, kann man so spielen. Jetzt wird gerechnet. Du könntest jetzt drei da hinlegen, ne? Du könntest sie verteilen. Naja, er hat acht auf dem Spielfeld. Genau, das haben wir nämlich eben beim Übergang des Jahres nicht gemacht, ne? Deswegen haben wir das hier nicht so richtig gesehen, wer weit gehört. Naja, stimmt, das haben wir vergessen. Mhm. Ja, irgendwie kann er noch mal gucken, das passt. Also eine X-Tafel ist ja noch nicht gekommen, ne? Ja, eine X-Tafel. Die er sich jetzt freischaltet, die Friedenstafel. Könnte sein, aber ich glaube ja nicht. Ich habe noch was anderes vor. Ach so. Ich strebe ja die Weltherrschaft aus. Das kostet dich zwei Missi, oder? Eins, zwei, drei, fünf Länder. Gut, das möchte er ziehen. Du, die Tafel. Hat er noch nicht gespielt. Ja. Na, hat nicht genug Leute drauf. Ja, oder? Doch, gibt es noch was oder ist leer? Nö, nee, ich glaube, da ist noch was drin. Ich glaube, wir machen jetzt mal weiter. Ja. Ja, also. Jetzt geht der Feldzug los. Das können wir nicht gut haben, ne? Dass in Niederlothringen Aufruhr herrscht. Gegen Rot gehst du jetzt aber auch nicht wirklich vor, ne? Nee, er bedroht das halt kontinuierlich. Ja, das ist sein Ding, ne? Er sagt, ja, sobald der nur in die Nähe kommt des Sieges, hat er da seine Stehen, ja. Zieht die dann rüber. Ja, da ist er, der kleine Hunger. Er kommt zwischen euch. Oh. Das ist echt uncool. Hi. Ja. Jo. Ja, schade. Verlieren wir wohl ein paar Cubes hier, ne? Ja, gehen wir es durch. Hier ist alles glatt, hier nicht. Hier bestimmt der relativ am meisten die Steine hat, was abgebaut wird. Und natürlich wird er erst diesen, reicht aber immer noch nicht. Dieser zählt nicht mit, also muss er den auch noch. Und es kommt auch noch ein grauer Stein dazu. Danke. Hier ist genau dasselbe. Denn wir müssen so lange, ne, abrüsten, bis die Tragfähigkeit gegeben ist. So. Das tut richtig weh. Mhm. Kann ich bestätigen. Hier auch so lange runter, die gleiche Anzahl, bis die Tragfähigkeit erreicht ist. Mhm. Immer wenn welche runtergenommen werden, wird auch ein... Nein, sondern maximal immer ein grauer Stein pro Hunger. Aber immer, wenn Hunger herrscht, also immer, wenn welche runterzunehmen... Ja, wenn du welche runternehmen musst, genau, dann sind die Leute so unzufrieden, dass sie sagen, ey, was ist das denn? Mhm. Wenn man auf Risiko spielt, dann hat man Schuld, selber Schuld. Mhm. Genau, nächste Runde, ne? Fog of War, ne? Auf der anderen Seite ist immer, ihr habt, glaube ich, beide die Aufruhr besänftigen Tafel. Und das ist jetzt natürlich ein fetter Brocken da in Toulouse. Warum erzählst du das jetzt? Nein, weil das die Gegentafel natürlich, also man kann sozusagen gerade auch darauf hoffen, dass es Aufruhr gibt, damit man Leute hat, die man neu beeinflussen kann, rüberzukommen. Gut, ich... Ja, das ist mal drin so im Spiel. Sowas ist immer drin, ja. Ja. Zählt dieses Tauschen der Tafeln eigentlich noch zu dem vorherigen Zug oder also zu der Jahreszeit oder zählt das quasi zu diesen neuen? Von der Spielpragmatik her ist es egal. Ja. Eigentlich gehört es zum Beginn des nächsten, weil du dann ja sagen kannst, okay, alles ist abgespielt. Während alle drüber nachdenken, was mache ich jetzt? Genau. Genau. Das sind ja schon lange in der Phase.
Ja, die kam zu früh, diese Hungerkarte. Der kleine Hunger kommt dann. Der kleine Hunger kam zu früh. Wie viel ausstatten? 1, 2, 3, nee, die zählt nicht. Sorry, das zählt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. Guck, und da wir jetzt die Tatendrang. Mhm, ja. Wäre interessant, mhm. Ne? Mhm. Weil es so naheliegend, sich einfach irgendwie die, so ja, ja. Vorrat da ja. Hinzupacken. Ja. So, wie viel kriegst du? 1, 2, 3. Achso, ich. Entschuldigung. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Da kannst du schon die nächste ziehen. Wenn ich den Fehler gemacht habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wieso ziehst du dir denn in die Mitte? Das stimmt. Links. Nee, da von hier nach da geschoben. Aber ich kann ja. Du kannst die auch also direkt zwei, da schieben, ne? 4, 6, ne? Kann man ja auch nachhaltig machen. Ich weiß es nicht. Also, ich sehe gar keinen Sinn da drin, die da so zwischen zu parken. Ich finde es sinnvoller, wenn möglich, immer ganz nach links. Ist auch ungewöhnlich, dass man das macht. Es gibt Leute, die fühlen sich besser damit, dass sie sagen, ich mache das, mach das nachhaltiger. Aber jetzt ist nur die Frage, wo ich das am besten mache. Genau, und plötzlich ist man ganz dankbar dafür, dass es eine Masse von grauen Steinen gibt, weil man da wirklich... Also ich könnte es ja hier, hier oder hier machen. Ja. Es geht also darum, eigentlich zu entscheiden, ob ich eher dir im Prinzip schade, Bastian, schade, wobei im Moment schade ich dann ja noch gar nicht, weil ihr beherrscht das ja überhaupt nicht. Oder ich setze es dahin, aber hab doch eigentlich auch nicht wirklich was davon. Naja, das Land, du ist ein Land. Aber ich beherrsche es ja nicht und nachhaltig ist doch. Es auch nicht. Ja, doch, du beherrschst es dann. Wenn du zwei austauscht. Wenn du die austauscht? Das Land, ja. Das ist ja. Ach so, ich kann. Wie viel kann ich austauschen? Bis zu drei. Ach so. Ja. Ach, ja. Allerdings immer nur in einem Land. Das heißt, du musst dich tatsächlich entscheiden. Ich muss mich jetzt entscheiden. Aber natürlich. Also du kannst natürlich auch sehen, wer ist hier die größere Gefahr an Bord. Ne? natürlich, sag ich mal. Ist nicht und wer ist das schwerste, schwächere Opfer? Und wer hat mehr zu bieten? Ne? Da eins zu naja, Maschinen ist deutlich eins, attraktiver. 1, 2, 3, 4, 5. Hast du dann auch schon? Also, ja. Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt dahin gehe. Ja, hast du auch einen. Du hast auch. Ich jetzt genau, du hast dann auch einen Fuß in der Tür gegen Blau. Ja, das ist natürlich auch Sven, ich glaube, ich bin mal hier für kooperativ. Das ist natürlich die falsche Entscheidung. Ne? Für semi-kooperativ. Gut, oder? Ja. Hunger könnte jetzt, obwohl so nah dran an der ersten Hungerkarte, auch schon gleich wieder. Aber wir sind ja durch mit dem Wagen. Entwickeln, ne? Sehr schön. Ich entwickle eine Aktionstafel. Okay. Genau, ich schalte eine Tafel frei. Ja, das habe ich dir. Die hättest du auch gerne haben wollen, ne? Ja, ja. Ist so. Nimmst du dir jetzt das? Oder? Das geht gar nicht, das geht nur angrenzend, glaube ich, ne? Mhm. Also, ach so, es geht nur angrenzend. Mhm. Ach, das, ah ja, das ist an, aha, ja. Ja, deswegen, ich hatte schon darauf geschielt, ne? Also, da ist mir jetzt echt. Also wenn ich den jetzt austausche, so? Das kannst du machen. Dann hast du eine weitere Option mitziehen. Ne? Baust du dann, musst du ein bisschen Truppen noch aufbauen, aber wenn du dann mit einem hier rüber und dann hier noch weiter und so weiter, dann kannst du dieses Heilreich hast du dann, dieses, zwei, die Leute und so, also baust im Grunde deine Möglichkeiten aus. Ja. Übrigens, in der Siegtafel zu spielen, kann auch durchaus
auch wenn man keine Chance hat zu siegen, kann das interessant sein, weil man dann ja diesen Joker-Zug einbaut. Das kann manchmal ganz interessant sein. Dann kommt die allerdings zurück, also ist relativ teuer, dann muss man wieder freischalten. Aber wenn man eine große Basis hat, kann man es ja mal probieren. Das war's. Okay. Ich möchte, glaube ich, was austauschen. Moment. Und ich nehme... Wir sagen dann 3, 2, 1. Kein Druck. Gar kein Druck. Hast du noch reichlich Zeit? Also was soll's? Die 15 Sekunden. Ganze Pläne erstellt worden. 10, Entschuldigung. 10. 5. Kennt ihr Silke? Silke aus dem Würfel und Zucker? Du hast sie kennengelernt, ne? Oder? Weiß ich nicht. Die da arbeitet, der es gehört. Der gehört da der Laden. Großartige Frau. Unglaubliches Wissen zu Spielen und zu Mechanismen. Also die kann dir, wenn du sagst, hier dieser eine Mechanismus und so weiter, wo war der noch? Dann greift die einmal hinter sich und holt das Spiel raus. Das ist unfassbar, was bei der Frau da strukturell alles vorhanden sein muss. Wahnsinn. Die hasst Area-Control-Spiele. Also so richtig inbrünstig. Und deswegen konnte ich sie nie mal zu einem Spiel überreden. Und das, dann fand sie doch das ein oder andere Element daran gut, während sie gleichzeitig natürlich die Anleitung von mehreren anderen Spielen durchgearbeitet hat. Aber ein Element, sagt sie, das feiere ich so derbe oder sowas ähnliches, hat sie gesagt, das ist dieses Teil. Also das fand sie gut. Ja, das ist super. Ja, super. Tja, das war... Ich hatte zuerst was überlegt, den hier auszutauschen. Super. Tatsächlich wäre besser gewesen für mich. Das ist ja echt toll. Der hier kommt weg, ne? Hm. Dafür kommt einer... Ja, den hätte ich austauschen sollen. Den hätte ich austauschen sollen. Ja, aber da wäre auch ein Hunger draufgekommen. Auch so ein Ding draufgekommen. Stimmt. Wäre also, das gleiche aber rausgekommen. Ja, gar außer, nichts. Außer, dass du vielleicht jetzt eingespart. Und Hunger ist frustrierend, gar keine Frage. Er setzt das Spiel aber immer noch mal zurück. Aber... Aha, okay. Ja, ja, nun muss er liefern. Welchen Zug machst du? So, ich würde, wenn wir uns über Kleinigkeiten unterhalten, Bastian mit seiner Einsamkeit. Warte mal, legst du ruhig hier mit. Das ist so. Ja. Manchmal läuft es einfach nicht. Das ist der erste Zug gewesen. Jetzt hat er das Teilreich und die Pfalz. Jetzt kommt es aber nicht hin. Du hast auch den Kampf. Ne? Ja, richtig. 3. Eine brauchst du noch. Durchziehen. Hast du 6 Länder? Genau. Also 2 habe ich noch. 2, 3, 4, 5, ja. Dann die da, das da. Nee, dann hast du plötzlich, aber wenn du aber so das machst. Das zählt doch gar nicht, oder? Aber du brauchst einen drin, um die Region zu Aber wenn du so machst, dann geht es. Ach nee, dann verlierst du ja dieses Land. Ach. Das ist wie das letzte Mal, als wir gespielt haben. Weißt du noch, da hat ein so ein Ding gefehlt irgendwie. Nee, das wird nichts. Ich befürchte auch. Warte mal, so war es, ne? Wenn du den mal wieder zurück machst. Lass mal gucken. Also du hast ja diesen 3 hier. Insgesamt. Einen habe ich verschoben. Dann ich mal nach da. Du hast die Pfalz. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute nur. Und aber wenn du die reinbringst, reicht es dann von da? Das geht ja jetzt nicht mehr. Ja, dann hat das mit als extra Aktion kannst du ja statt ziehen auch die reinbringen. Ja. Das wäre ja. Aber dann hast du immer noch 11, ne? 1, weil hier, der Hunger hat es dir. Der hat es mir in das. Hat es halt dich rasiert. Der war es eben wieder. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nee, doch. Würde gehen. Also, wenn du ziehen mal zurück machst. Das fühlt sich jetzt nicht mehr so gut an, ehrlich gesagt. Ja, gut. Das ist ein taktisches Spiel. Aber was du jetzt betreutes Spiel, was du jetzt machen kannst, ist, du kannst sagen, na gut, dann gewinne ich vielleicht nicht.
Aber ich baue meine Basis so aus, dass ich nochmal einen neuen Anlauf machen kann. Gut, aber wenn du jetzt mit diesem Zug gewinnen kannst. Nee, ist das, wenn jetzt. Aber du hast doch dann vier, ne? Du hast doch eins. Zwölf Leute ist zwei. Falls drei. Ist drei. Vier. Ja, voilà. Ja, dann wird es gehen, ja. Aber wie gesagt, es wird jetzt gar nicht mehr so. Oh. Du hast Probleme. Warte mal, dann machen wir es mal sauber hier für die Buchhaltung. Weil, was jetzt passiert ist, alle klopfen auf den Rücken, ne? Und einer macht hier schon diesen. Und jetzt wird ausgeleert. Es wird geguckt, ob auch eine Friedenstaube drin ist. Ja, und vor allen Dingen, ob er seine externen hatte. Mhm. Ne? Ach so, ja, okay, gut. Das ist ja kam ja schon. Ne? Ach, die hast du schon. Ja, alles klar. Kann ja sein, dass ein anderer auch noch, zum Beispiel, ohne mich zu blockieren, obwohl er selber gar nicht gewinnen kann. Ja. Ne? Dann hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich eine weitere Ziehen gehabt und hätte hier ihm in die Parade fahren können, ohne jetzt selbst gewinnen zu können. Also dass es diese letzte Phase ist, je mehr man das spielt und je weiter man es kommen sieht, dass da einer gewinnen kann, desto mehr hättest du aber auch jetzt Poker nichts verhindern können. In dem Fall natürlich. Nein, zieh nicht, weil es geht ja um die über die. Nee, weil das hätte dir nichts gebracht. Ja, ja, wegen der, vielleicht eins von diesen Ländern halt. Aber das ist so abgeschottet, das hätte nur Bastian. Aber hätte auch mal, jetzt was, auch nicht. Was ich jetzt habe, freigeschaltet habe. Zweimal ziehen. Ne? Da hätte ich zum Beispiel gucken können, ob ich irgendwo rankomme. Ja, aber das hättest du ja dann nur verhindern können, wenn du das dann, wenn das gezogen worden wäre vor der Friedenstaube. Ja, ja, natürlich. Ne? Ja, also ist klar, ist gescheitert. Ne? Aber hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass es schon kommt. Aber so ist es. Ja. Ja, aber er war so. Ja, er war die ganze Zeit so schweigsam. Interessant, als wieder wirklich nachgedacht. Das war jetzt erst die dritte Runde erst. Ne? Ja, also. Zweieinhalb. Ja. Ja, ich hatte, glaube ich, von Anfang an schlechte Karten, muss ich sagen. Also das war schon, dachte ich zuerst, als ich mir da so eine kleine Basis baue. Und ich habe die Falze nur dahin gesetzt, weil klar war, wenn ich das nicht tue, dass Sven mich daraus kicken wird da hinten. Und das war im Prinzip ein Abwehrmechanismus. Der so teuer war, dass es dich eigentlich zerstört hat, sozusagen. Ne? Für die Gemeinschaft. Aber ich meine, wenn ihr natürlich nicht auf den Zug mit aufspringt. Ich hatte auch gehofft ein bisschen, dass ihr euch hier ein bisschen mehr behagt insgesamt. Das war ja dann das doch sehr... Ich, gar nicht. Na, ich war wollte ja nichts. Ne? Und ich wollte ja hier kommen, über die auch mit den zwei Zugkarten, um hier reinzugehen, ne? Und dann auch natürlich zu kämpfen. Aber die letzten Spiele war es so, dass das doch hier die umkämpfte Region war, ne? Weil es auch so zentral ist. Und dachte ich, ganz cool, hier sich außen so ein bisschen anzusiedeln. Genau, so wie ich beim letzten Mal hier irgendwie stand und von Anfang an gleich Michael da irgendwie rausgeschmissen hat, gleich im ersten Zug hier irgendwo, und dann stand es so stabil da habe ich einfach das einfach den Sieg nach Hause gefahren. Ne? Ich hatte auch gewundert, warum du daraus nicht was gemacht hast. Also lange Zeit war das ja vor deiner Haustür im Grunde. Ja, weil ich hier diese beiden Scheiben drin hatte und nicht verlieren wollte. Ja. Also ich war da ein bisschen gebunden dadurch, dass auf einmal Uli angefangen hat, hier Stress zu machen hier unten. Habe ich gedacht, okay, wenn ich da jetzt nichts mache und sondern da hinten was mache, dann marschiert er, hätte er auch gemacht. Also wäre er da reinmarschiert und hätte meine beiden... Ja, gut gespielt. Ich finde das richtig gut eigentlich an dem Spiel, dass schon diese ersten Überlegungen, wo stelle ich mich am Anfang hin, wirklich entscheidend sind letztendlich. Ne? Dass es nicht so einen Aufholmechanismus gibt, sondern dass wenn ich am Anfang was nicht so richtig gut gemacht habe, dass ich eigentlich dann auf verlorenen Posten bin, dass es relativ schnell geht dann. Also ich mag das so zum Beispiel bei dem Imperial Struggle auch, dass wenn du einmal hinten dran bist, dass du nicht mehr aufholst, sondern dass es dann schnell vorbei ist. Das ist interessant, dass es hier auch schnell vorbei ist. Ja. Wenn du einfach gut spielst, dass es dann so einfach vorbei ist und spielst du nochmal eine Partie. Von Splotter kam das doch. Okay. Wozu eine erste Runde, wenn man nicht in der ersten Runde verlieren kann? Genau. Wozu gibt es dann eine erste Runde? Also, und hier ist es schon beim Aufbau, ne? Finde ich auch gut. Und auch in der ersten Runde. Also dann nicht, man hat jetzt nicht verloren, aber man startet halt dann doch deutlich. Ja, eventuell im Nachteil so, ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht zwangsläufig so sein muss. Also ich glaube, dass eher die entscheidende Weichenstellung war, dass du dich entschieden hast für einen Schauplatz, den du nicht beliefern konntest und wo du nicht geschützt warst. Denn du hättest hier sehr gut, hättest du reinkommen können. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man schlecht aufgestellt ist am Anfang von den Ländern, weil es irgendwie nicht gepasst hat, dass man dann über sehr viele Missi auch sehr viele Tafeln zum Beispiel freischaltet und dann guckt, wo
komme ich ins Spiel. Also das muss nicht unbedingt so sein. Wahrscheinlich, wenn alle total versiert sind, dann können die das verhindern. Ja, und wenn das aber nicht so ist, ja klar, dann hat derjenige, der das irgendwie gut gespielt hat, am Anfang das einfach gut gemacht und Gewinn verdient, relativ schnell, anstatt dass sich's ewig hinzieht. Ja. Ich finde das super. Also ich kann nochmal sagen, das ist eines der besten Spiele, die ich im letzten Jahr gespielt habe. Also, und ich spiele wirklich viele verschiedene Spiele. Das stimmt. Also das ist, das macht einfach Spaß. Ne? Vor allem, ich finde es auch so gut, dass du das so anpassen kannst auf das Level mit den Leuten, mit denen du spielst. Also ich finde dieser flexible Spielaufbau, den finde ich ja wirklich grandios. Aber du kannst auch sagen, ich spiele jetzt auf eine Runde einfacher, vielleicht mit Anfängern oder mit jüngeren Leuten. Und wir haben diese Pfeilchen da gebaut und das macht das Spiel jetzt auch nicht so viel schlechter. Natürlich, so finde ich es noch besser, aber das finde ich eine große Stärke vom Spiel. Auch, dass du dann nochmal das Ganze schwieriger machen kannst mit den verschiedenen Eventkarten, die da noch sind. Klasse Sache. Ja, danke. Definitiv, ja. Schön taktisch so, das gefällt mir richtig gut. Also ja, da sind wir auch stolz drauf. Das ist uns ganz, ganz spät angefallen, weil wir dachten, okay, wie machen wir jetzt den Aufbau eigentlich schon zu einem eigenen Spiel? Dann haben wir lange hin und her überlegt, auch, dass es so relativ flüssig geht, wo sind die Wälder eigentlich? Bis wir dahin gekommen sind, ja, du nimmst einfach die erste Karte der Region, da kommt der Wald hin. Das war auch ein Glücksfall oder beziehungsweise etliche Testspiele hat das gebraucht. Ja, dabei hatte ich hier so eine große Hilfe die ganze Zeit am Spiel sitzen. aber ich sag mal so, ich sollte mich nicht auf den Intellekt meines Hundes verlassen. Ja, da brauchst du gar nicht so unschuldig gucken. Ja, das war's, das Let's Play zu Karolingi. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer Teilstyle.